Eigentlich sollte er glänzen, aber am Ende ist er fast Schrott. Eine Fahrt durch die Waschanlage und hinten raus kommt ein 4.000-Euro-Schaden. Das Trockengebläse kracht auf das Auto. Ja, es passieren wohl öfter Unfälle in Waschanlagen. Und besonders ärgerlich in diesem Fall, die Versicherung will nicht zahlen. Mein erster Gedanke, ich dachte mir, nee, das kann jetzt gerade nicht passiert sein. Also mein zweiter Gedanke war, sowas passiert nur mir. Stolz fahren Alina Grimm und ihr Mann Marco mit ihrem neuen Auto über die Autobahn. Damit das gute Stück zu Hause sauber vor der Tür steht, machen sie einen kleinen Umweg über die Waschanlage. Wir sind an der Waschstraße angekommen, es war super schönes Wetter. Wir mussten noch warten, also vor uns und hinter uns waren Autos. Und ja, dann sind wir in die Waschstraße reingefahren, haben das Programm gewählt und dann wurde das Auto erstmal gewaschen. Doch dann ein lauter Knall in der Waschanlage und der neue Wagen ist nur noch Schrott. Das Gebläse kracht von oben auf das Auto. Der Schaden mehr als 4.000 Euro. Man ist aber auch einfach total sprachlos, weil diese Gedanken hat man natürlich auch. Warum passiert uns das jetzt gerade, wo wir uns ein neues Auto gekauft haben und einen Waschvorgang so in einer Katastrophe endet? Mit Fotos will das junge Paar den Schaden dokumentieren. Doch eigentlich sind sich die beiden sicher, die Versicherung der Tankstelle werde für den Schaden aufkommen. Einige Wochen später haben wir dann Bescheid bekommen, postalisch, dass die Waschstraße dafür nicht aufkommen müsste. Also die wären rechtlich nicht verpflichtet, die hätten den Schaden nicht schuldhaft verursacht und die Wartungen wären alle gemacht worden. Und da muss die Waschstraße wohl für den Schaden nicht aufkommen. Schriftlich teilt die Versicherung dem Anwalt der Grimms mit: Nach Mitteilung unseres Versicherungsnehmers funktionierte die Waschanlage am Schadentag störungsfrei. Es erfolgte eine Vielzahl von Fahrzeugwäschen am Schadentag. Doch kann das sein? Kann eine Versicherung mit dieser Begründung die Schadenregulierung ablehnen? Nein, sagt Rechtsanwalt Martin Laupe-Assmann. Der Kunde in einer Waschstraße, der muss eigentlich nur das tun, was dort gefordert wird. Und man muss ihm beweisen, dass er dagegen verstoßen hat. Und nur dann kommt eine Haftung der Waschstraße nicht in Betracht. Ansonsten haftet die Waschstraße immer. Und der Kunde ist im Recht, ist er auch hier. Der erfahrene Jurist geht davon aus, dass die Versicherung viele Forderungen ablehnt, obwohl ein Anspruch auf Schadenregulierung besteht. Der Versicherer hat dann das Problem, dass er verklagt wird, aber er wird nicht von allen verklagt, sondern er wird vielleicht von weiteren 10 oder 12 verklagt, auf 100 gerechnet. Und das ist für ihn ein Geschäft, denn selbst mit Anwalts- und Prozesskosten ist das immer noch billiger, als alle Ansprüche, die geltend gemacht werden, sofort zu befriedigen. So rechnet ein Wirtschaftsunternehmen Versicherung. Im Fall von Alina Grimm gibt es inzwischen ein Happy End. Kam ich auf die Idee, mich irgendwie an die Öffentlichkeit zu wenden und habe dann halt freundlicherweise auch eine Zeitung gefunden, die interessiert war an der Geschichte und die haben uns dann weitestgehend halt geholfen und daraufhin kam dann auch erst die Nachricht von der Versicherung, dass sie das nochmal geprüft hätten und jetzt halt doch auf Kulanz zahlen würden. Trotzdem wird die 25-Jährige ihr Auto in Zukunft erstmal selber waschen.